Ja, hallihallo, hier ist euer Dennis von der Bull vs. Bear Academy mit dem neuen Bitcoin Update. Ja? Und heute wird es ganz, ganz interessant, denn ich habe ein neues harmonisches Pattern gefunden. Ich habe es schon Samstag der Akademie vorgestellt und heute will ich es euch auch vorstellen. Ja? Und dieses Pattern kann alles verändern. Die Worte liegen natürlich auf kann. Ja? Macht euch selber ein Bild, ich zeige es euch gleich, bleibt komplett dran von jetzt Anfang bis Ende, dass ihr auch alles versteht, ja, weil des Öfteren wird natürlich immer schön vorgespult, man denkt, ah, man sieht ein bisschen was und dann wird das schon funktionieren, so ist es nicht, gerade jetzt bei dem Thema harmonische Patterns, ja, also, es kann alles verändern, bleibt bitte dran, es wird sehr, sehr interessant, bis gleich. So, fangen wir mal hier im kleinen Timeframe bei Bitcoin an. Erst einmal, wenn ihr das letzte Video nicht geguckt habt, dann guckt das bitte auch, weil das ist jetzt das aufbauende Video. Denn im letzten Video sagte ich mal jetzt zusammenfassend, dass der Bereich 53.000 bis 54.000, beziehungsweise schon Video vorher, aber jetzt akut im letzten Video und im vorletzten Video, dass hier meiner Meinung nach eine Reaktion kommen wird. Ja? Und die Gründe sind natürlich vielfältig. Und die zeige ich euch jetzt nochmal. Ja, einmal hier im 12-Stunden-Timeframe. Ja, lasst euch bitte nicht euch jetzt verunsichern mit den Linien erst einmal. Ich werde jetzt die MAs einblenden. So, und ich sagte euch bei den letzten Videos hier, dass die MA200, die lila durchgezogene Linie, dass die im 12-Stunden-Timeframe sehr, sehr signifikant sind. Ja, denn, ja, so, ich bin mal kurz an einen Chart gewechselt, weil es doch ein bisschen viel war. Denn hier hatten wir im 12-Stunden-Timeframe auch einen fetten Bounce auf der MA200. Und sollte die MA200, ich mache das ganz kurz mal weg hier, verbergen. So, sollte hier zum Beispiel der Bounce kommen, ja, dann gibt es eine Korrektur und dann geht er durch mit einem schönen V-Test und dann ging es schön nach unten. Und ich sagte euch bereits im letzten Video, es sieht einfach alles so aus wie hier. Wir haben hier einen Bounce auf der MA200. Er ist nochmal hochkorrigiert und er ging dann schlussendlich runter. Und hier könnten wir vielleicht Ähnliches sehen. Deswegen, ich bin jetzt... Also jetzt hier, wenn er hier in den oberen Bereich kommt, mit Longs dann bei Bitcoin vorsichtig. Mehr dazu gleich noch mit einem harmonischen Pattern. Ja? Aber es ist so, ja, dass wir hier einen Bounce hatten, dann eine Korrektur und runter. Und hier, ja, was ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir gucken wir uns ganz kurz nochmal die Fibonacci's an, ja, also er ging hier runter, es gab eine Korrektur ins Golden Pocket und dann ging es runter, ja. So, würden wir das hier jetzt auch machen, dann sehen, ach Gott, so, von oben nach unten und dann sehen wir, dass wir, wenn wir in diese Zone gehen, dass wir zwischen 62 und 65.500 Dollar sind, ja. Wenn das nur eine Korrektur wird, das muss man natürlich abwarten. Ich bin hier sehr, sehr vorsichtig geworden. Nichtsdestotrotz, ja, wer meine Analyse angeguckt hat und es selbst vielleicht mal nachgeschaut hat und gedacht hat, ja, dass der hat vielleicht recht oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja, dass hier ein Bounce stattfinden könnte und Long reingegangen ist, ja, wie ich zum Beispiel, dann hätten wir hier schon mal gut Kohle machen können. Denn hier, das sagte ich auch,
Diese blaue Linie hier ist sehr, sehr signifikant. Die habe ich auch euch vorgestellt, bevor das hier alles noch war. Die habe ich schon hier drin. Ja? Und da sagte ich, es ist schwer, da durchzukommen. Ja? Und er ist gut gebounced bis jetzt, muss man ganz klar sagen. Die MAs mache ich jetzt nochmal aus, wieder aus. Ihr wisst ja, was ich meine. So, und wer hier unten eingestiegen ist in diesem Bereich direkt am Boden, ja, ich meine jetzt nicht hier den Shakeout, ich meine jetzt hier wirklich am Boden, der hätte hier knapp 8% mitnehmen können, ganz klar, ja, und ich denke, das ist noch nicht zu Ende hier, und den Grund, den zeige ich euch gleich, aber vorher möchte ich nochmal auf einen Indikator zu sprechen kommen, den ich vor einigen Wochen mal gezeigt habe, und der aber hier auch wieder wieder Brisanz gezeigt hat, ja. Das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich schon jemanden aus der Akademie, hier ein Gruß an Plamen. Ich zeige es euch mal. Hier haben wir den PE-Cycle-Top-Indikator. Ja? Der zeigt an, ja, in der Vergangenheit hat das angezeigt und jetzt auch hier, wann es zu einer stärkeren Korrektur oder zu einem Bärenmarkt kommen könnte. Hier hatten wir eine schöne Korrektur vom Top aus, ja, von etwa 55%. Also der Indikator ist schon erwogen, muss man ganz klar sagen. Und ihr seht es aber schon, ja, ihr seht es schon, hier im Daily Chart direkt auf der orangen Linie hier respektiert worden. Das wäre natürlich noch zusätzlich ein Grund gewesen, um zu sagen können, hier gehe ich eine Long ein. Ja. Zusätzlich zu der MA200 im 12-Stunden-Timeframe, zu der bullischen Divergenz, die ich ja beim letzten Mal gezeigt hatte, dann zusätzlich zu meinem starken Support, ja. Und das wäre noch eine weitere Bestätigung gewesen. Weil guck doch mal, wie die respektiert wird hier, ja. Hier, da gab es einen Bounce und runter. Dann hat er versucht durchzukommen, nix. Dann hat er nochmal korrigiert, drüber, hier gebounced und hier im Moment auch gebounced, ja. So, jetzt komme ich aber zu dem Eigentlichen, ja, zu den harmonischen Patterns. Und ich sage euch wirklich, man muss jetzt hier bei Bitcoin vorsichtig sein, ja. So, dann steigen wir sofort ein hier bei einem Bullish Cypher. Das ist ein harmonisches Pattern namens Bullish Cypher. Ja, ich blende es mal kurz ein. Sodele, ja, gehen wir mal hier hin. So, hier. Natürlich sind wir hier ein bisschen weiter runter, aber man muss dem immer ein bisschen spielen lassen. Das ist genauso wie hier. Ja. Man muss bei harmonischen Patterns, man muss natürlich Erfahrung haben und im Ganzen auch ein bisschen Spiel geben. Das ist natürlich klar, aber es ist alles noch in der Toleranz drin. Ja? Und ich zeige euch mal was. Also das hier ist ein Pattern, deswegen heißt es Bullish Cypher, ja? Von der Formation her. Und die hat normalerweise folgende Ziele, ja? Also Standardziele. So, ich habe die jetzt mal eingeblendet, die Fibonacci's. Und diese liegen normalerweise bei jedem harmonischen Pattern erstmal beim 0382er, das ist klar. Und hier speziell auch, muss man ganz klar sagen, beim 05er und beim 078er. So, ich habe jetzt meinen Fördermitgliedern in der Akademie Folgendes eingezeichnet. Wo ist denn das? So, hier diese signifikanten Punkte, ja. Ich denke, wir werden einer von den zwei Punkten anfahren. Und jetzt kommt's. Ja, ich tue das mal wieder ausblenden. Dies hier, ja, dies hier ist im Prinzip der zweite Huckel, so nenne ich das mal, ja. Ein möglicher zweiter Huckel. So, das war der erste Huckel, wo man hier ein schönes All-Time High hatte, bevor es dann jede fette Korrektur nach unten gab, auf den Bereich, ja, so zwischen 28 und 30, 31k. So, was ist mir aufgefallen? Das ist mir auf dem Klo aufgefallen wieder. Ihr werdet lachen. Ich war auf dem Scheißhaus und mir ist es da wieder eingefallen, sage ich. Da ist es mir aufgefallen. Wir hatten schon mal so ein Pattern. Und zwar beim ersten Huckel. März bis Ende April, Anfang Mai. Das war auch ein Bullish Cypher. Ganz klar. Das war ein Bullish Cypher. So. Und das ist die Krux an der Sache. Wiederholt sich das ganze Spiel. Wiederholt sich das. Dann könnte es böse werden, weil es gibt noch ein drittes Pattern. Und ja, das wird die Ziele erreichen, die ich schon vor Monaten sagte. Ja? Aber da kommen wir jetzt gleich dazu.
So, dieses erste Bullish Cypher hier, gucken wir uns mal an, wie weit der korrigiert ist. Das habe ich ja vorhin gezeigt. Hier, Golden Pocket. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier den 60.500 Bereich bis 65.500 Bereich auch sehen werden, wenn wir hier in etwa das gleiche nachmachen. Das heißt, hier, ich sag mal 0,5er Fibonacci weiter hoch bis zum 0,786er. Dieser Bereich, wenn das so wie hier wird, wird das eine Korrektur und dann könnte es abwärts gehen. Wann ist das Ganze invalidiert, dass wir hier sowas ähnlich sehen wie hier? Ganz klar, wenn wir über das All-Time High kommen. Dann kommt er in den Bereich, wo ich eigentlich auch dachte, wo er noch hingeht, und zwar in den 70.000 Bereich hier zwischen, ich sag mal, 71.000 bis 75.000 Dollar erst einmal. Ja? Aber solange das noch nicht invalidiert ist hier, bleibe ich vorsichtig, ganz klar. Da bleibe ich vorsichtig. Ja? Und natürlich, wie gesagt, das ist eigentlich ein bullisches Pattern. Ja? Das kann eine Fortsetzungsformation sein. Ja? Das heißt, er macht hier, deswegen heißt es ja bullisch und hoch, aber er hat Mindestziele und die hat er hier zum Beispiel erreicht und dann ging es hier zur fetten Korrektur. Man muss wirklich aufpassen, Leute. Man muss, also meiner Meinung nach, muss man aufpassen und ich werde auf jeden Fall aufpassen. Ja? So, und jetzt kommt noch was. Ich blende die jetzt mal aus. Und zwar zu einem, ihr lacht jetzt, ihr werdet lachen, aber das macht mir nichts, ja. Ich werde euch jetzt ein drittes Cypher-Pattern zeigen, harmonisch Pattern, ja. Und zwar hier, guckt euch das mal an. Das ist ein mögliches Mega-Cypher-Pattern, ein Bullish-Cypher, ja. Das heißt, hier hatten wir eins und das Riesenvieh könnte das große, große Dritte werden. Und das Ziel dieses harmonischen Patterns, Punkt D, wenn es eins wird, dann wird er im Bereich 11.600 und 17.000, in diesem Bereich wird er stark bouncen, wenn es dieses Pattern wird. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, ich blende es nochmal ein, das ist die Frage jetzt. Hier haben wir Punkt AC, 1,13 bis 1,41. So, natürlich haben wir jetzt hier schon die 1,13,6. Das würde perfekt passen jetzt, dass wir hier schon, dass hier das Top war, komplett, bevor es in eine große Korrektur der kleinen Bärenmarkt gehen würde. Aber, deswegen sagte ich auch, das Cypher-Pattern ist sehr oft auch eine Folgeformation, eine Trendfolgeformation. Das heißt, nicht so wie hier, dass er hier seine Mindestziele erreicht und abstürzt. Ja? Sondern er könnte nochmal, wenn das hier, habt ihr ja gesehen vorhin, hier das zweite Pattern, dass es hier keine Korrektur gibt, sondern eine Fortsetzung gibt. Und dann, ja, hätten wir die Chance, hier auf maximal, wenn es dieses Pattern wird, 1,41 hochzugehen, auf das Fibonacci-Level 1,41. So, maximal, ja, wenn es dieses Pattern wird. So, dann wären wir hier etwa maximal bei 80.000, wenn es dieses Pattern werden sollte. Hier unten verändert sich nichts. Das Ziel bleibt trotzdem gleich. Jetzt ist aber trotzdem noch die Frage, war das Top oder schaffen wir noch maximal jetzt die 80.000, bevor es dann richtig runtergeht? Das ist hier die Frage. Das kann ich euch persönlich nicht sagen, denn ihr wisst, ja, dass wir in meinem Ending Diagonal Triangle, was ich schon vor ein paar Videos schon gezeigt hatte, ich zeige es euch gleich nochmal, Platz haben bis 100 bis 130.000 K. Ja? Aber, wenn es sowas wird wie hier, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, dass hier jetzt das Top war. Ganz klar. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Gebt einen Kommentar, was denkt ihr von den harmonischen Patterns? Denkt ihr, dass es schlüssig ist oder interessant ist? Ja, ist natürlich, wird es schlüssig sein irgendwie, aber ob das so kommt, wird sich natürlich herausstellen. Das erste Pattern hier habe ich euch gezeigt, das Cypher, dann ging es runter. Hier haben wir ähnliche Struktur wie hier mit dem Cypher-Pattern. Jetzt korrigiert er gerade hoch. Ist es nur eine Korrektur oder geht es hier weiter nach oben, wie ich sagte, bis zu maximal, wenn es das Pattern wird, maximal 80.000
Dollar. Ja? Wie gesagt, lasst ein Like da und kommentiert das Ganze auch für den YouTube-Algorithmus. Des Weiteren findet ihr unten in der Beschreibung auch, wie ihr in Telegram joinen könnt und mit uns interagieren könnt. Ja? Des Weiteren könnt ihr den Kanal unterstützen, indem ihr euch über Femex oder und FTX anmeldet. Ja, würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr lernen wollt, wie man technische Analyse betreibt oder wie man das lernen kann, dann schreibt mich bitte einfach an, da bekommt ihr Infos über die Bull vs. Bears Academy. Ja. Es hat schon vielen, vielen geholfen, ja, den Markt zu verstehen, wie man von Anfang an dran geführt wird. Ja, ist einfach eine geile Sache, kann ich euch noch nur sagen. Ja. Und unsere Ergebnisse, die sprechen auch für sich. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis.